Allerdings muss ich auch sagen, dass dies heute der letzte Moment war. Wir haben hier Legislaturperiode nach Legislaturperiode diskutiert. Und immer war es die CDU/CSU, die in jeder Frage die Gleichstellung von Lesben und Schwulen blockiert hat, trotz aller Reden heute. Und wenn man denn sagt, und einige Kommentatoren loben ja auch immer Frau Merkel, dass das eine große strategische Glanzleistung war. Ehrlich gesagt, das war es nicht. Frau Merkel, es kann es Ihnen nicht ersparen, es war erbärmlich, es war peinlich. Seit 2005 haben Sie die Diskriminierung von Lesben und Schwulen hier unterstützt und haben nichts dafür getan, dass es zu einer Gleichstellung kommt. Sie haben sich hier verstolpert, das war Ihr Schabowski-Moment. Sie haben es wirklich ernsthaft gesagt, dass erst die Abgeordneten der nächsten Legislaturperiode ein Gewissen haben dürfen. Aber in dieser Legislaturperiode hätten wir unser Gewissen hier heute nicht abstimmen dürfen. Und deswegen, und wirklich deswegen ist es wichtig, dass wir heute für die Öffnung der Ehe stimmen. Dieses ganze Verschwurbeln, es steht mir bis hier. Wir haben die Gleichstellung verdient, und ich glaube, dass die Öffnung der Ehe dazugehört. Und deswegen bedanke ich mich noch einmal bei allen, die auf den CSDs, die an den Infoständen, die in den Diskussionen dafür gearbeitet haben. Ich habe in diesen Koalitionsverhandlungen immer wieder erlebt, wie die Union blockiert hat. Noch in den letzten Tagen im Rechtsausschuss, im Innenausschuss. Heute wollten Sie diesen Tagesordnungspunkt gar nicht aufsetzen. Das ist erbärmlich, das ist peinlich. Und ehrlicherweise, Frau Merkel, vielen Dank für nichts.